das war 2013. Ich konnte nicht schlafen, am 4 Uhr am Morgen. Dann habe ich gedacht, hey, irgendwie fehlt etwas in der Schweiz, so die Unterhaltung auf Schweizerdeutsch. Dann habe ich gedacht, ich fange einfach mal an. Habe ich angefangen und dann ist es förmlich explodiert. Ich habe eine Swiss Meme zum einen, wo ich 500.000 Follower habe. Ich habe Swiss Meme TV, wo ich über 200.000 habe. Ich habe Sekis World, wo ich über 200.000 habe. Ich habe einen YouTube-Account, wo ich jetzt knapp 90.000 habe. Also das summiert sich alles und allein jetzt, wenn man die Zahlen zusammenzählt, dann kommt man auf 1,2 Millionen. I had the dream life. I have a whole career built around social media. Wir als Content Creators oder Influencer, wie man uns nennt, wir machen halt das Ganze ein bisschen menschlicher. What I'm doing scares the absolute fuck out of me. Ich glaube, das ist genau das, was Menschen wollen. Die wollen reale Gesichter hinter den Kulissen. Jetzt im Großen und Ganzen habe ich es eigentlich nur positiv bis jetzt empfunden. Welcome to You Laugh, You Lose. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Die Welt der Influencer ist das Internet. Sie filmen und fotografieren sich selbst, posten die Bilder auf den Social-Media-Plattformen und verdienen damit Geld. Viel Geld. Geschätzte 5 bis 10 Milliarden Dollar werden Influencer alleine in diesem Jahr umsetzen. Die neuen Stars sind nicht mehr Berühmtheiten aus Musik und Film, sondern ganz normale Menschen. Ihre Fans sind Follower. Je größer die Gefolgschaft, umso wertvoller ein Post. Mein Name ist Julia Graf. Ich bin YouTuberin, Content-Creatorin, Social-Media-Persönlichkeit. Man nennt uns auch Influencer. Es gibt Leute, die nur über Food posten. Es gibt Leute, die nur über Fashion posten. Ich versuche, so ein bisschen alles miteinander zu machen, was mir einfach halt gerade Spass macht. Ich mache ein Foto und das poste ich dann auf Instagram. Ich tue eine Brand, die selber auch einen Instagram-Account hat. Und dadurch teile ich das meiner Followers. Impressionen und für das braucht man Geld. In den USA verdienen die erfolgreichsten Stars im Internet für eine einzige Empfehlung, einen einzigen Post bis zu mehreren hunderttausend Dollar. It's my own personal crave. Okay, this ice cream. Die junge Kundschaft wird nicht mehr über klassische Werbung erreicht. Stattdessen setzen die Unternehmen auf Influencer, die mit ihren Empfehlungen das Kaufverhalten ihrer Follower beeinflussen. Creamy Mandarin, das sind die zwei Gerüche. Was also ist Influencer-Marketing? Schamlose Schleichwerbung? Die neueste effiziente Strategie der Werbeindustrie? Sind Follower nichts anderes als unkritische Konsumenten? Bloße Empfänger von Werbebotschaften? Oder ist alles nur ein Hype, ein Phänomen unserer Zeit? Für andere sieht es vielleicht nicht aus, als würde ich mir arbeiten. Weil wir es natürlich auch so verkaufen, wir uns so präsentieren, als wäre es der Traum, als wäre, würde ich alles mit no effort entstehen. Aber es ist nicht so. Es ist sehr viel planen. Und oftmals muss ich vielleicht Sachen machen. Muss ich vielleicht irgendwie, ist es mega kalt und ich brauche jetzt das Bild. Dann muss ich es jetzt trotzdem machen. Auch wenn es jetzt gar nicht eine perfekte Location, nicht perfekte Temperaturen sind, sondern muss ich aussehen, lächeln und so, yeah, ist alles super. Der Basler Zeki Bulgurcu ist einer der umtriebigsten Instagrammer der Deutschschweiz. Zeki arbeitet als Social Media Manager bei einem Schweizer Privatsender. Auf seinen eigenen Accounts folgen ihm über 1,2 Millionen junge Menschen. Das sind mehr als die täglich verteilten Exemplare der größten Schweizer Gratiszeitung. Ich bin ursprünglich aus der Türkei, bin dann mit 3 in die Schweiz gekommen und bin jetzt mittlerweile seit über 25 Jahren in der Schweiz. Mir gefällt es in der Schweiz und mittlerweile beherrsche ich eigentlich meinen eigenen Muttersprache weniger gut als Schweizerdeutsch. Ja. Superkarte? Nein, ich brauche keine Karte zum Super sein. Gut, ich darf sie behalten, kann sie nicht von der Steuer abziehen. 4 Franken kostet es, aber ich habe nur 10. So, Adi, gute Geschenke Ihnen. Ich habe meine Lehre gemacht im Detailhandel und ich war ziemlich unzufrieden mit dem. Es war so ziemlich hamsterradmäßig. Und ich habe halt privat, hobbymäßig, habe ich halt gerne Leute unterhalten, Leute zum Lachen gebracht. Und ich habe mich halt gefragt, wie kann ich das machen, dass ich halt auch mehr Leute vielleicht erreiche.
Und so bin ich halt auf SwissMeme gekommen. Habe mal den Account gestartet. Ich habe angefangen, Bilder zu posten, Videos zu posten. Und es sind halt immer mehr und mehr geworden. David, schau lieber nicht in den Spiegel, weil sonst versauchst du den Tag. Was schreibt Marc? Hab reingeschaut. Ja, in dein hässliches Gesicht. SwissMeme ist eigentlich so entstanden. Bevor das Ganze überhaupt losgegangen ist, habe ich immer so ein bisschen gesucht, so die Witz auf Schweizerdeutsch. Oder? So die Witz auf Schweizerdeutsch, die auch Jugendliche ansprechen. Ich habe gedacht, hey, ich mache das jetzt einfach mal. Und das ist halt wirklich auch ein bisschen ein Stückchen wie spontan entstanden. Am 4 Uhr am Morgen, ich konnte nicht schlafen. Habe ich einfach mal ein Bild gepostet auf Schweizerdeutsch. Und dann hat sich das halt so aufgeschaukelt. Die Leute sind halt darauf aufmerksam geworden. Und ich bin halt so der Erste in der Schweiz gewesen, der das so gemacht hat. Und jetzt nach 5 Jahren zähle ich mittlerweile 1,2 Millionen Follower. Grüezi. Ich hätte gerne ein Sandwich La Cese. Kalt oder warm? Gern warm. Ganz wenig. Nein, ist gut. Dankeschön. Ciao. Ja, sicher, wir kennen den schon nicht. Wer ist er? Der Zeki. Wer ist er? Der Zeki. Der macht brutal Insta-Videos und so. Ja, ich lache mich kaputt ab dem. Ja, voll. Was findest du? Alles an ihm. Sein Auftreten, was er so sagt, das stimmt alles. Es ist wirklich so Realität bezogen und so. Jetzt voll drauf, wirklich. Ohne Scheiß. Alles klar? Ja, super. Also, ich habe gesehen, du hast mich gefettert von ja. Ganz weit und weißt. Yes, honey. Ja, hast du ein Foto? Ja. Und ein Selfie? Ja. Also komm. Woher kennst du ihn? Ja, von Insta, Facebook, von Social Media. Finde ich cool. Ja, ist ein Charakter hier. Wenn ich in die Stadt gehe, dann werde ich schon recht oft angehalten für Selfies, für Smalltalks. Und ich mache das auch gerne. Also für mich ist das absolut kein Problem. Problematisch wird es dann halt einfach, wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe und da kommen dann irgendwie 5, 6 Jugendliche mit dem Handy so um den Tisch und wollen dann ein Foto auch von mir. Dort wird es dann schon von unangenehm werden. Genau. Kann man Fotos machen? Schon gut. Hey, was läuft? Geiles Tier. Ja, und die Story. Ciao. Alles klar. Kann man machen, ja, kein Problem. Ja, das ist ja geil. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Danke. Eine ganz andere Zielgruppe hat Julia Graf im Visier. Die studierte Politikwissenschaftlerin hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache seit 2008 Videos auf YouTube über das Thema Beauty, Lifestyle, Gesundheit, ab und zu auch Kochvideos, einfach so ein bisschen verschiedene Themen. Und ja, ich habe das in 2008 angefangen als Hobby, habe natürlich nie gedacht, dass da wirklich ein ganzes Business oder ein ganzes Geschäft daraus entsteht und habe das dann zu meinem Beruf machen können, was natürlich super toll ist. Julia Graf hat inzwischen 800.000 Abonnentinnen und Abonnenten und gehört damit zu den erfolgreichsten YouTubern der Schweiz. Diese Videos filme ich in meinem eigenen Heimstudio, wo ich mir selber aufgebaut habe. Ich mache auch wirklich alles selber, also filme und mache die Bilder und Schnittprogramm, alles das habe ich mir selber beigebracht. Und habe das dann wirklich am Abend und am Wochenende gemacht und habe dann überlegt, ja, ich könnte das ja mal online stellen und schauen, was passiert auf YouTube. Und das ist eigentlich von Anfang an relativ gut gelaufen und ja, aber die Zuschauer haben gleich immer Feedbacks gegeben, Kommentare. Und das hat mich natürlich dann immer angespornt, weiterzumachen. Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to be doing a really simple daytime look, something that you can just wear to the office, to work. Wo dann der Kanal größer geworden ist und wo dann auch die Firmen darauf aufmerksam geworden sind, da haben die plötzlich gemerkt, aha, das sind ja Leute auf YouTube, die so einfach Produkte zeigen oder die halt einfach Videos von sich selbst machen und dann
Hat das angefangen, dass man halt erstmal von eher kleineren Firmen angeschrieben worden sind. Das sind meistens so die Indie-Brands gewesen, weil die überhaupt kein Budget hatten, für traditionelle Werbung zu machen. Und da hat man dann vielleicht ein paar Lidschatten oder so gratis zur Verfügung bekommen. Und erst in den letzten paar Jahren ist das wirklich ein wirklich großes Geschäft geworden, weil dann die großen Firmen, also wirklich die bekannten Marken, das auch darauf aufmerksam geworden sind. Alright, so it is evening now. I've taken a shower, I washed my hair, which was very necessary, got cleaned up. Ich habe jetzt knapp unter 800.000 Follower auf YouTube. Dann habe ich noch einen zweiten Kanal, dort habe ich jetzt knapp 100.000, fast 97.000 oder so auf meinem zweiten Vlogging-Channel. Also da habe ich dann Videos, wo nicht nur Beauty sind, das sind dann da auch ganz andere Themen. It's long and steep, it just keeps going and going. Und dann habe ich eben Facebook, das sind 250.000, Twitter sind 57.000 und dann Instagram nochmal so 55.000 Follower. All right, and we are done with this look. So I really hope you guys enjoyed watching it. Thanks for tuning in. In the meantime, you can also find me on social media, so make sure to follow me there. And I will see you guys in the next video. Bye, everyone. Mein Name ist Martin Faltl. Ich bin Psychologe und arbeite am Institut für Customer Insight an der Universität St. Gallen in der Forschung. Wer heutzutage mediale Reichweite aufbauen kann, das hat sich fundamental verändert. Früher war das so, dass einfach letztendlich beispielsweise im Fall von einem Band hat man hobbymäßig Musik gemacht, bis ein Plattenlabel groß promotet hat. Und das Plattenlabel hat letztendlich entschieden, wer würdig ist, Zuschauer zu haben. Heute kann jeder versuchen, Reichweite aufzubauen und seine Inhalte zu vertreiben. Und das hat sich radikal geändert. Dadurch gibt es viel mehr kleinere Sender sozusagen in den sozialen Netzwerken und natürlich auch unglaublich viele Empfänger, aber es gibt viel mehr Sender mittlerer Größe, was es früher nicht gab. In seiner Forschungsarbeit untersucht Martin Faltl die zwischenmenschlichen Beziehungen in sozialen Medien und deren Auswirkungen auf das Konsumverhalten. Was eine Kaufentscheidung letztendlich beeinflusst, ist ein sehr komplexes psychologisches Phänomen. Ich glaube, da gibt es keine Antwort, die man in einem Satz geben kann. Was aber schon wichtig ist, ist letztendlich, dass wir demjenigen, der uns eine Empfehlung gibt, und darum geht es ja bei Influencer-Marketing, dass wir demjenigen vertrauen. Das ist ein ganz großer Faktor. Telefonrechnung, Mahnung, was ist das? Ich mache ein Verlosungsvideo für meine Fans. Ich gehe mit ihnen in den Europapark. Es wird einfach ein Verlosungsvideo sein und das kommt heute um 12 Uhr online auf Instagram. Wow, 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 wow. Wo bin ich hier gelandet? Ist das nicht Europa-Park? Okay, also ich darf 10 Tickets verlosen für den Tag in Europa-Park. Und es geht alles auf seinen Nacken, das heisst alles gratis. Und du kannst mitmachen, indem du deine Begleitung markierst. Ich rechne hier auch mit Hunderttausenden von Views, Tausenden von Kommentaren, weil da will eigentlich jeder dabei sein. So ein Erlebnis. Mein Name ist Manuel Napo und ich bin Leiter vom Center für Digital Business an der HWZ, Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Ich glaube, soziale Medien sind deshalb so erfolgreich, weil sie halt ein menschliches Bedürfnis befriedigen. Der Mensch möchte gerne verbunden sein mit anderen Menschen, möchte gerne wissen, was andere Menschen so machen, was seine Netzwerke, was seine Freunde so machen. Und Social Media machen nichts anderes, als uns das zur Verfügung stellen. Einfach in einer digitalen Form. Und das ist natürlich einfacher zum Konsumieren als die Live-Version. Influencer im Marketing, das hat es schon immer gegeben. Sie haben früher einfach einen anderen Namen gehabt. Ein Roger Federer, ein George Clooney, die Werbung machen für irgendetwas, sind ja auch eine Form von Influencers. Sie werden nicht genommen, wie sie fachlich daraus kommen bei Kaffeemaschinen, sondern sie werden genommen, wie sie etwas repräsentieren, weil man ihnen glaubt, an Qualitätsanspruch. Das kann man jetzt natürlich von oben runter deklinieren, vom Testimonial, zum Ambassador, ist ja auch so ein Thema gewesen, das man hatte in den letzten 10 Jahren. Und jetzt ist der Influencer. Und der Influencer ist natürlich etwas, wo man sich verspricht, dass er in den sozialen Medien, in seiner Community, wo er sich selber aufgebaut hat, wo er eine Kredibilität hat, dass der die Marke dort repräsentieren kann, dass der dort Werbung machen kann, schlussendlich für die Marke. Und das ist wieso, dass es jetzt in letzter Zeit so angezogen hat.
Wird heute ein neues Kleidergeschäft eröffnet, werden ganz selbstverständlich Influencer aus dem Lifestyle-Bereich eingeladen. Als Gegenleistung berichten diese dann über den Anlass auf ihren sozialen Kanälen. Die Schweizer Schauspielerin Zoe Pastel wird oft eingeladen zu Modeschauen rund um die Welt. Die 18-Jährige hat 162.000 Follower, mit denen sie ihre Erlebnisse teilt. Ich habe irgendwie mit 14 oder so mein Instagram gemacht. Vorher hatte ich Facebook und so andere Plattformen wie zum Beispiel Ask.fm, wo mich die Leute so Sachen fragen konnten. Und ich habe geantwortet, es hat schon mega früh angefangen mit dem ganzen Zeug. Und dann ist eben das Portal auf Instagram und da habe ich einfach mal mir auch ein Profil gemacht, aber natürlich einfach private Fotos posten, irgendwie von der Ferien, was auch immer. Und habe dann angefangen, immer mehr zu posten über Sachen, die mir einfach Spass gemacht haben. Und dann ist halt immer noch so ein Perfektionismus dahinter, weil dann will man, dass es wirklich mega perfekt aussieht und irgendwie, weil das macht mir einfach mega Spass, irgendwie so eine Welt zu kreieren, nur in einem Bild. Bonjour, bonjour. Leute, ich habe gerade ein Problem und das kennt ihr bestimmt alle, trockene Lippen. Und ihr mögt mich vielleicht für verrückt erklären, denn ich benutze Coconut Oil praktisch für alles. Sei es abschminken, kochen, Gesicht eincremen, Beine eincremen, everything. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ihr mit meinem Rabattcode, den ich gleich einblenden werde, 15% auf das ganze Sortiment habt. Und ja, so hat das angefangen und ich habe überhaupt nicht gewusst, wo das angeht. Überhaupt nicht. Ich habe dann einfach angefangen, jeden Tag halt etwas zu posten, weil ich habe gemerkt, okay, es kommt gut an, wenn ich es jeden Tag poste und irgendwie bewirkt es etwas. Und habe das dann irgendwie so in meinen Alltag integriert und habe erst etwa vor circa eineinhalb Jahren wirklich angefangen, auf dem zu arbeiten. Ja. Das ist in den meisten Fällen so, wo du mit dem Brand zusammen arbeitest und die organisieren irgendetwas, ob es das Morgen ist oder ein Shooting oder was auch immer. Ich wollte einfach verschiedene Messages rausgeben und eine davon ist halt, man darf träumen und man muss auch etwas dafür machen und macht das. Und wenn ihr etwas wollt, dann macht das und glaubt daran, dass es klappt. Und schaut nicht ab, nehmt euch Inspiration aus verschiedenen Sachen, aber schaut es nicht ab. Was ich mir aber im Moment erhoffe, was morgen vielleicht komplett wieder anders kann sein, ist, dass ich sicher als Schauspielerin Fuß gefasst habe, ist mir eigentlich egal wo. Und dass ich halt immer noch Possibility haben, eine Community zu haben. Die virtuelle Community ist die eigentliche Währung. Je mehr Follower, desto mehr Einfluss. Die Influencer mit der größten Gefolgschaft werden dann auch von Agenten und Vermittlungsagenturen umgarnt. Es herrscht Goldgräberstimmung. Um die lukrativsten Geschäftsfelder wird gekämpft. Wir haben Influencer eingeladen aus der ganzen Schweiz, mit denen, die wir zusammenarbeiten, aber auch zum Teil vielleicht noch gar nicht zusammengearbeitet haben. Das Ziel des heutigen Abends ist, dass so die Leute zusammenkommen, sich mal, sagen wir mal, außerhalb der Social Media Kanäle kennenlernen, um da ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen digital und halt Real Life. Wer heute ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen will, informiert sich vorgängig im Internet, nutzt immer häufiger das Smartphone für die Recherche. Waren es früher persönliche Empfehlungen, sind es heute die Posts von Influencern, die unser Kaufverhalten beeinflussen. Ein guter Influencer ist für mich ein Mensch, der sicher authentisch ist. Ist einer, der einfach sein Leben lebt und Produkte, Dienstleistungen und halt Botschaften in seinen Alltag integriert und das eigentlich über seine Kanäle wieder spiegelt und gegen außen kommuniziert. Im Endeffekt folgt dem ja die Leute nur, wenn man spannenden Content bringt. Das heisst, man muss das Thema sehr genau besetzen und nachher auch wirklich gute Sachen über den Kanal rausspielen können. Und das Tag für Tag. Wenn du mal einen Follower hast, dann musst du dich unterhalten können. Sonst springen sie auch wieder ab. Also, da ist schon ein grosser Druck gekommen und schlussendlich aber auch eine Verantwortung. Weil wenn man mal irgendwie 100, 200.000 Follower hat, dann hat man eine gewisse Verantwortung, die aufkommt. Und das muss man sich bewusst sein. Und gerade wenn junge Leute, sagen jetzt mal, so viel Verantwortung in die Hand bekommen, müssen sie sich sicher daran gewöhnen, wie damit umzugehen. Sup. Deche, Salat. Von diesem sozialen Druck ist bei der Kitesurferin Manuela Jungo wenig zu spüren. Die ehemalige Marketingfachfrau genießt ihren Erfolg. Oder wie es Surfer ausdrücken würden, sie reitet die Welle und verdient damit gutes Geld. Der sieht schön aus.
Ich habe meine Reise gestartet im 2010. 2012 bin ich die World Tour im Kitesurfen mitgefahren. Ja, seitdem ist das mein Leben. Draussen zu sein, zu kiten, zu zappen, zu biken und mittlerweile immer mehr Content zu generieren für verschiedene Brands. Ausgerüstet mit professionellem Equipment suchen Manuela und ihr Partner James nach einer geeigneten Location für das heutige Shooting. Das ist nicht möglich dort oben. Ja, wir wollen schon dort mir fotografieren, wie ich einen Salat esse. Mensch, das sieht gut aus. Es ist schon viel zu windig. Wir haben eine Location gefunden. Leider ist es so etwas windig. Es ist ein bisschen bewölkt, aber wir hoffen, es sieht gleich gut aus. Also muss ich das zuerst aufbauen und dann ein bisschen Picknick vorbereiten. Ja, ich hoffe, es ist gut aussieht. Vor wenigen Jahren wäre für ein Werbeshooting eine Agentur beauftragt worden. Dank neuester Technologie entstehen die Bilder heute, weniger aufwendig, im Zweierteam. Ich habe Einnahmequellen von verschiedenen Orten. Ich habe Sponsoren, mit denen ich sehr enge Zusammenarbeit habe. Da weiss ich viel über die Firma, da kommt ein neues Produkt. Und da habe ich immer ein paar Uhren dabei und die platziere ich einfach platzieren, je nachdem mit Aktivitäten oder Nummertour. Es ist auch nicht, dass ich immer im Bild sein muss. Also oftmals ist es nur meine Hand, die im Bild ist. Und dann arbeite ich auch mit Agenturen zusammen. Das heisst, eine Brand geht zu dieser Agentur und sagt, mir das Produkt, das ist die Idee, die man vertreten will. Und dann stellen sie ihnen verschiedene Influencer zur Verfügung, stellen, also zur Auswahl stellen. Und dann wählen sie aus und sagen, okay, Manuela, das ist cool, was sie macht. Sie ist draußen. Wir wollen Active Fitness Lifestyle. Und dann geben sie mir ein Produkt. Sie sagen, wir wollen Hashtags, die sie brauchen muss. Und wie sie so ein bisschen das Foto sehen. Dann manchmal ab und zu mache ich auch einen Vorschlag und sage, schau, das möchte ich gerne machen. Seid ihr einverstanden? Passt das? Oder schicke das Foto, bevor ich es eigentlich poste. Ja, so ist es so ein bisschen verschiedene Formen von Zusammenarbeiten. Haben Manuela und James ein gutes Bild inszeniert, wird es auf ihren Instagram-Account geladen und mit den entsprechenden Hashtags versehen. Diese wiederum sind mit den Sponsoren verlinkt. Klicken die Follower auf den entsprechenden Link, landen sie automatisch auf dem Kanal des Sponsors. Der Werbekreis ist geschlossen. Das Erfolgsgeheimnis ist simpel. Zeigt Manuela ihren rund 27.000 Fans ein Produkt in einem Instagram-Bild, macht sie damit eine unterschwellige Empfehlung, die von ihren Followern als Tipp einer Freundin empfunden wird und nicht als plumpe Werbung. Doch nicht klar deklarierte Empfehlungen gelten als Schleichwerbung. Es ist natürlich interessanter, wenn der Kollege sagt, hey, das Produkt finde ich lässig, dann hat das irgendwie eine andere Qualität für den Empfänger von der Botschaft, wieder wenn er sagt, hey, ich bin von denen gezahlt worden und ich empfehle dir das Angebot. Von dem her sehe ich die Verlockung schon zu versuchen, so Empfehlungen als nicht kommerziell erscheinen zu lassen. Wir als Content Creators oder Influencers, wie man uns nennt, wir machen halt das Ganze ein bisschen menschlicher, weil wir sind ganz normale Menschen wie halt jeder andere. So, we are on the walk. I've got Odin's leash and I always have like one poo bag here attached and he just kind of runs around beside me. I don't have him on a leash here. Das ist genau das, was Menschen wollen. Die wollen reale Gesichter hinter den Kulissen. Also sie haben wieder wie einen Kontakt zu mir. Sie können sich mit mir austauschen. Die können mir auf Twitter schreiben oder so oder mir auf Instagram folgen und gucken, was ich sonst noch so mache. Ich glaube, das macht es einfach realer, wenn man dann so zum Beispiel eine Empfehlung bekommt. Das ist wie, als würde man von einer Freundin oder so eine Empfehlung oder einen Tipp bekommen. Also ich glaube, das ist wirklich, wieso dieses Phänomen Influencer einfach immer mehr auch wächst und wieso es so erfolgreich ist. Bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission gibt es bereits einen Grundsatz. Sie hat ja so ihre Praxis, ihre Auslegung vom Lauterkeitsrecht, die sogenannte Grundsätze verfasst. Und im Rahmen von dem Büchli gibt es einen Grundsatz zur Trennung und klaren Erkennbarkeit von kommerzieller Kommunikation. Und das ist medienneutral formuliert, gilt also auch für Social Media Kanäle. Was ich angefangen habe, ist vor einigen Jahren
habe ich einfach von Transparenz, war mir sehr wichtig, dass halt meine Zuschauerinnen wissen, ob es jetzt ein gekauftes Produkt ist oder nicht, ob es jetzt etwas ist, das mir zugeschickt wurde oder nicht. Und das war mir einfach sehr wichtig, das mitzuteilen, und deshalb habe ich angefangen, so diese Unboxing-Videos zu machen, wo ich quasi vor der Kamera einfach zeige, so was mir alles zugeschickt wird. When you have such amazing products here by Makeup Forever, and these are their liquid lipsticks, and this is one of the metallic ones, so I'm just going to do this without a lip liner. I'm going to be brave. This is just terrible. So weird. It's like it's not sticking to my lips. Oh my god, this is such a disappointment. Das ist jetzt nicht unbedingt, um mich irgendwie groß rauszustellen und wow, ich bin so cool, guck mal, was ich alles bekomme, sondern eher, dass eben diese Transparenz da ist. Interessante Gruppe, Perlen des Influencer-Marketings, wo gerade ein bisschen gar oberflächlich oder künstliche Posts ein bisschen auf die Chippe genommen werden. Und jeweils auch ein bisschen die Frage gestellt wird, was ist jetzt da wirklich der Wert für den Werbetreibenden, für das Unternehmen, wo ja das immerhin doch gezahlt hat. Beschwerden einreichen kann jedermann. Die Lauterkeitskommission prüft nicht, ob man ein Interesse hat oder nicht einmal ein direktes Betroffensein ist notwendig. Es braucht einfach eine Beschwerde, damit die Lauterkeitskommission einen Fall beurteilt. Und in dem Sinne kann jedermann eine Beschwerde einreichen. Man muss nicht mal selber persönlich genervt sein von Posts. Man muss einfach eine Beschwerde vollständig ausfüllen und dann ist das Verfahren in Gang gebracht. Mein Name ist Francesco Giammarco, ich bin freier Journalist in Hamburg. Und ich habe für die Zeit in einem Artikel versucht, Influencer zu werden. 4 Wochen lang habe ich mich sozusagen fotografiert oder fotografieren lassen, habe meine Freundin instrumentalisiert, um Fotos von mir zu machen, habe mir den Hund meiner Schwester ausgeliehen, um sozusagen Beliebtheit im Internet zu erlangen, und habe versucht, Influencer zu werden. So richtig gut hat das Ganze nicht geklappt. Nicht ganz ernst gemeint war der Selbstversuch des 32-jährigen Journalisten. Das Ziel seines Experiments? Talentfrei, schnell berühmt und reich werden. Dann bin ich zum Friseur gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Frisur wie ein Influencer. Weil vorher waren die Haare ungefähr so, also nicht sehr tauglich. Der hat die arme Friseurin noch überhaupt nicht verstanden. Und hat gesagt, ja, wie sieht denn so ein Influencer aus? Und ich wusste es auch nicht genau. Und dann hat sie mir halt so die Frisur gemacht, die so jedes Mitglied der deutschen Nationalmannschaft ungefähr hat. Also so oben ein bisschen mehr und an der Seite weg. Dieses System des Folgens und Befolgtwerdens folgt zu seinen eigenen Regeln. Und dann gibt es zum Beispiel den Hashtag Follow for Follow. Ja? Das heißt, wenn man seine Inhalte mit diesem Hashtag versieht, dann kommuniziert man, wenn ihr mir folgt, folge ich euch zurück. Und da sozusagen die Anzahl der Follower, zumindest in der Theorie, die Währung ist, tauscht man sozusagen dann die Währung gegeneinander aus. Dann habe ich einen Follower mehr und du hast einen Follower mehr. Das System funktioniert aber natürlich dann nur für den Bodensatz von Instagram. Aber dann war ich mindestens im Bodensatz drin. Also vorher war ich gar nicht in der Nahrungskette und dann war ich ganz unten. Als ich dann 1000 Kontakte mir erkauft hatte, konnte ich mich auf dieser Plattform anmelden und konnte mich für verschiedene Produkte bewerben. Hat aber nicht funktioniert. Also ich habe ein Angebot, ein Unternehmen hat positiv auf meine Bewerbung als Influencer geantwortet. Die haben Sexspielzeuge hergestellt, die wollten Vibratoren vermarkten. Aber als sie dann, die haben dann erst ja gesagt, aber ich glaube, dann haben sie mein Profil analysiert und haben gesehen, dass ich sozusagen, sieht man ja dann deutlich an dem Verlauf der Followerzahlen, dass da jemand offensichtlich gekaufte Follower hat. Und dann haben sie es zurückgezogen. Wahrscheinlich wollten sie ihr qualitativ hochwertiges Produkt, was es glaube ich war, nicht beschmutzen, indem sie irgendwie einen Fake-Influencer benutzen für ihren Vibrator. Kann ich auch verstehen. Der Preis, weil du sagst uns ja im Endeffekt, wie viel das du möchtest verdienen. Was wir können machen, wir können ja nur eigentlich eine Empfehlung abgeben, was der Markt bereit ist, quasi für dein Profil zu zahlen. Oder? Und ich glaube, da finden wir uns ja auch meistens. Ja. Das sowieso. Die erste Messgröße ist sicher irgendwo die Brutto-Reichweite. Das heisst, wie viele Follower hat ein Influencer auf all seinen Kanälen zusammengezählt.
Das heisst, wir können dem Kunden nachher ausweisen, wie viele Views das der Post hat. Wenn ein Follower eine längere Zeit auf einem gleichen Post, auf dem Influencer-Post verweilt ist, dann geht es über ein Engagement. Was höchste Gefühl ist in der Schweiz, ist, wenn ein Follower den Post vom Influencer shared, das heisst, nachher dann auf seinen eigenen Kanal weiterteilt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ganze Influencer, das Thema ist erst so letztes Jahr so richtig aufgekommen. Weil vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, hat man eigentlich so die Künstler gar nicht so richtig wogen auf Facebook und Instagram, keine Ahnung wo. Es waren irgendwie mehr Promis, die man wogen hat. Mehr Zeitung, Radio, Fernsehwerbung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist erst seit letztem Jahr so richtig am Kommen. Weißt du, ein Fakt, was ich noch spannend finde, ist, dass eigentlich zum ersten Mal, seit es Medien gibt, hat eigentlich ein privater Mensch Power, irgendetwas zu verbreiten und hat einen eigenen Kanal. Und das gibt es ja, das ist bei allen anderen Medien, also bei den herkömmlichen Medien, ist das nicht möglich gewesen. Vorher, bevor es Social Media gab, ist das gar nicht möglich gewesen. Also das ist eigentlich ein mega spannender Fakt. Ja. Wir Influencer diskutieren halt schon, gibt es das noch in 5 Jahren, weißt du? Also ich mag mich an eine Zeit erinnern, wo irgendwie gesagt hat, die Leute gesagt haben, Social Media oder Facebook ist ein Hype, das verschwindet wieder. Leider nicht. Also es wird Social Medias geben, solange es Menschen gibt. Weil es interessiert Menschen immer, was die anderen machen. Der Mensch hat auch per se eigentlich einen Darstellungsdrang irgendwo durch, oder viel haben das. Und das heisst, die Plattform ist nicht einfach, die Plattformen sind nicht einfach so zu tot kriegen. Und, halt also Influencer gleich Virus. Oh, es wird immer geben. Kann man auch irgendwo durch so sagen. Ja, was hast du jetzt nächstens noch viele verschiedene Jobs? Oder was ist das nächste größere Projekt? Also? Ja, jetzt eben mache ich mit Europapark. Mit 10 Fans gehe ich da hin. Jawohl. Ja. Das wird eine ziemlich geile Sache. Halt auch mal ein bisschen etwas den Fans zurückgeben, weißt du? Jawohl, super. Ja. Und, also heisst, du gehst mit ihnen dort rüber und sie dürfen dann quasi wieder Tag mit dir verbringen. Genau. Ja. Das finde ich etwas mega spannend, wenn also Offline-Komponenten nicht dabei sind. Oder auch die Interaktion eigentlich mit der Followerschaft. Ich glaube, das sind die lässig an. Ja, jetzt habe ich hier eben ein Video mit dem Europapark. Ein Verlosungsvideo, das bringe ich jetzt raus am 12. Uhr, über den Mittag, Sonntag. Ich bin ja hier gerade im Restaurant, oder? Es ist halt nicht so, wie man erwartet hat, irgendwie daheim am Laptop, sondern wirklich so daheim, wirklich so draußen, mobil unterwegs. Lasse ich ebenfalls Zeugs raus. Schön lesen, ob alles stimmt. Am Sonntag am 12. Uhr Mittag sind die meisten Jugendlichen wach. Dann das Erste, was ich mache, ist aufs Handy schauen und dann geht's los. Mit Like und markieren und kommentieren. Jetzt sind es teilen. Nach 30 Sekunden habe ich jetzt eigentlich schon 100 Likes, kann man sagen. Da. Ja, jetzt läuft. Jetzt habe ich nach 3 Minuten schon 160 Kommentare. Nach 3 Minuten. Ich tue noch schnell eine Story rein, die ich auch schon vorher aufgenommen habe. Jetzt bin ich das auf Swissmeme, wo ich 500.000 habe, bin ich das anteasen. Und bei diesem Gewinnspiel geht es eben darum, dass man seinen Kollegen markiert, wo man gerne bei diesem Erlebnis gerne dabei hat. Oder? Und jetzt habe ich hier fast schon 1000 Kommentare. Das ist überwältigend, wirklich krass. Nach 7 Minuten 1000 Kommentare. Eben, das ist halt so, statt keine Ahnung, ihnen irgendwie Sachen zu verlosen wie 3 Hautcreme oder so, gehe ich mit ihnen lieber in den Europapark und dann haben wirklich alle etwas davon. Für so eine Post bekommt man ein bisschen Taschengeld. mit diesem Post könnte ich jetzt zum Beispiel meine Miete zahlen. Ich könnte mir etwas leisten, Kleider kaufen. Aber trotzdem, ich habe halt immer im Hinterkopf, dass ich lebe immer noch in der Schweiz. Ich will arbeiten und es soll ein Hobby bleiben. Darum wollte ich mich jetzt auch nicht allzu fest finanziell auf das verlassen. Okay.
Und ich, für meinen Teil, ich mache das nebenbei, ich mache das als Hobby, mir macht das Spass. Und sobald Spass und Druck zusammenkommen, dann stimmt irgendetwas nicht. Ja, jetzt nach einer halben Stunde habe ich 24'000 Aufrufe und schon fast 5'000 Kommentare. Also das ist krass, wie die Leute hier abgehen. Das ist mega. Also das ist, in der Schweiz sieht man das so gut wie gar nicht, dass das einer in der Schweiz so schafft mit nur Schweizer Follower. Wenn die Fans eine Frage haben, privat, dann bin ich ihnen schon meistens zurückschreiben. Ich probiere es. Aber so auf Kommentare reagieren, es braucht ewig Zeit auch manchmal so. Nachher wird bei anderen noch eine Frage haben und nachher bekommt man auf die Antwort eine Antwort und dann. Ja, und das ist das Leben als Influencer. Die Beziehung von einem Follower zu seinem Social-Media-Star oder Influencer nennen wir in der Wissenschaft parasozial. Das bedeutet, dass die Beziehung einseitig ist. Also Informationen werden nur in eine Richtung verteilt. Denn natürlich sind Influencer zwar halbwegs erreichbar für ihre Follower und kriegen manchmal bekommen Follower auch einen Kommentar zurück, aber in der Regel produziert der Influencer die Inhalte und der Follower verfolgt sie. Ja, und dieses Phänomen nennt man parasoziale Beziehung. Ob soziale Medien und der Konsum von idealen Darstellungen das Leben anderer glücklich macht, ist ein heißes Thema in der Forschung. Die Studien deuten eher darauf hin, dass das durchaus unglücklich machen kann, gerade wenn man ohnehin nicht in einer guten psychischen Konstitution ist. Ja, wir sehen nämlich nur idealisierte Ausschnitte aus dem Leben anderer und deren Straucheln sehen wir nicht. Ja. Viele Ideale haben mit dem echten Leben nichts zu tun. Wir haben ja vor 2 Jahren die Kampagne gestartet, echtes Leben. Dort ist es so ein bisschen eigentlich um das Thema gegangen, wo wir darauf hinweisen, dass das Leben eben nicht nur daraus besteht, irgendwann bei Kristall klappt man klar im Meer mit dem Jetski, Sommer gebrünt und unter Palmen liegen, sondern dass das Leben viel mehr bedeutet. Und für die meisten Jugendlichen oder auch für die Erwachsenen heisst es, in die Schule gehen, arbeiten, einen gewissen Alltag erledigen, gewisse Sachen klappen nicht und gewisse Misserfolge gehören auch dazu. Der Einfluss von Social Media auf unser Leben beschäftigt Forschung und Wirtschaft gleichermaßen. Eltern und Lehrerschaft wiederum fragen sich, ob soziale Medien, ob zu viel Internetkonsum die heutige Jugend gefährdet. Laurent Sedano von der Pro Juventute kennt das Medienverhalten von Jugendlichen. Das sind ja dann die Personen, die wir probiert haben, so die Jugendlichen so ein bisschen künstlich in die Situation ihnen zu versetzen. Also wie das ist, wenn man eben so offensichtlich einen Erfolg hat. Und wenn man jetzt natürlich jeden Tag auf Instagram ist oder auf anderen sozialen Netzwerken, dann sieht man immer, was die anderen für Erfolg haben und kommt das ein bisschen ins Vergleichen rein. Und das kann, je nachdem, kann das Auswirkungen haben, dass man sich weniger wert fühlt, dass man so ein bisschen in eine Depression hineinkommt und solche Sachen. Der Druck, sich immer von der besten Seite zu zeigen, ist auch für Influencer enorm. Dem australischen Model Essena O'Neill wurde alles zu viel. Sie machte ihren Zusammenbruch öffentlich und zog sich aus den sozialen Medien zurück. Being with people in your real life, hugging people, talking to people, going out into the park, into nature. That is fucking real life. And I didn't do it for majority of my life because I was just living in a screen. Wishing that people would value me, that people would hear me, that people would just know me. And that's all that I thought I should do, and it's not real. Also die eine hat ja mal dann ganz medial sehr aufwendig so ihr Profil gegründet, also und irgendwie auch Stellung dazu bezogen, hat so gewisse Fotos gezeigt, was sie gemacht hat. Es war auch so ein Strandfotos dabei gewesen. Was sie findet, ja, für das Fötterli hat sie irgendwie 3 Tage fast nichts gegessen, damit der Bauch möglichst flach aussieht. Und ihre Schwester hat, irgendwas hat sie gesagt, irgendwie 2000 Fötterli gemacht, bis sie das Fötterli hatten, was sie gefunden haben, das kann man posten. Also die ganze Arbeit dahinter, die wird natürlich nicht sichtbar gemacht.
Der intensive Konsum von sozialen Medien hat vielerlei Einfluss auf die Psyche von einem jungen Menschen. Es gibt neue Studien, die zeigen, dass dadurch ein bisschen oberflächlicheres Denken oder oberflächlicheres Sozialverhalten entsteht. Andererseits denke ich auch, kann das sehr inspirierend sein. Man kann auf Social Media gute Vorbilder finden, man kann jede Menge Wissen zu bestimmten Themen finden und dadurch auch in einer ganz anderen Geschwindigkeit lernen, als das früher möglich war. Wer von euch hat denn so ein Handy, mit dem er ins Internet gehen kann? Das ist ein Smartphone. Kinder wachsen ja in der Welt auf, wo sie aufwachsen. Sie lernen nur das kennen und entwickeln dementsprechend auch Strategien, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und für uns Erwachsene ist es dann vielleicht auch so, dass wir finden, okay, wir haben, das würde uns stressen. Sie haben aber vielleicht schon ganz natürlich gelernt, damit umzugehen. Vielleicht können sie es sogar positiv nutzen. Ich glaube, ja, gewisse haben sicher ein Problem mit dem, ist aber bei uns auch so gewesen. Also mit der Situation, wo wir Jugendliche waren, sind auch die einen sind besser ausgekommen damit und die anderen sind weniger gut damit ausgekommen. Wer von euch hat Instagram? Alle außer zwei Schüler. Okay, das ist wieder abseits. Wer von euch kann denn erklären, was das ist? Jeffrey? Also man tut Fotos uploaden auf Instagram und deine Kollegen sehen das. Also mit dem zeigt man, ja, das ist cool gewesen, das würde ich jetzt zeigen, was ich gemacht habe. Ja. Wie kannst du den anderen zeigen, dass du etwas cool findest? Bei dem ich das Bild schicke. Schicken und dann kann man auch noch bei Instagram kommentieren und Marissa, liken. Genau. Wir sind gerade an einem Medienworkshop namens Medienprofis, der von der Pro Juventute angeboten wird. Im Rahmen dieses Workshops thematisieren wir eigentlich verschiedenste Themen, die Kinder anbelangen, die sie beschäftigen. Das kann das Thema Internet sein, Social Media, YouTube, eigentlich verschiedenes, das wir abholen und dann mit den Kindern besprechen. Welche YouTuber kennen ihr? Rotpilz, Ravenside, Felix von der Laden, Paluten, Katja Krasovic, Bibis Beauty Palace, PewDiePie, Frank Bros, Sinus, Corette, Leon Mascher, Matt Matan. Kennt ihr dann auch einen Schweizer YouTuber? Aargauer Meme, Ausländer Meme, Swiss Meme, Nafas Plastic World und Zekis World. Wer von euch weiss denn, was ein Influencer ist? Halt tut kleine oder grosse Kinder so halt beeinflussen. Und ja, das ist eigentlich Influencer, so übersetzt, so Beeinflusser. Also Influencer sind zum Beispiel auch Lisa und Lena, die durch Musik berühmt sind und eben Kinder beeinflussen. Sie werden meistens gesponsert von der, zum Beispiel Adidas. Sie präsentieren Adidas Kleider und wenn das Bild viele Likes hat, dann bekommen sie Geld dafür. Sie müssen ja Werbung auch kennzeichnen. Du siehst Hashtag Werbung und dann ist eigentlich schon klar, dass es Werbung ist. Transparenz ist ein großes Thema im Influencer-Marketing. Ich denke zum einen, dass wir manchmal Jugendliche unterschätzen, was ihre Sensibilität für Werbemaßnahmen angeht. Zahlreiche Studien zeigen nämlich, dass auch schon Kinder im Grundschulalter sehr wohl in der Lage sind, Überzeugungsversuche zu erkennen. Zum anderen denke ich, dass die Regulierung von staatlicher Seite hier natürlich ein bisschen hinterher ist, hinter der Praxis, aber nach und nach mehr aufholt. Das zeigt sich daran, dass inzwischen die Kennzeichnungspflichten deutlich strenger sind, als das noch am Anfang der Fall war. Schatz, ja? Komm mal. Schau mal, wie viele Views ich habe jetzt auf diesem Video, das ich gestern gepostet habe. 180'000. Wow, und wie viele Likes? 21'000. Ja, ja, der Baba hat wieder zurückgeschlagen. Ist nicht schlecht, gell? Ja, ist toll, ja. Ja, wie weit bist du mit dem Essen? Soll ich helfen? Es geht noch 20 Minuten. Noch 20 Minuten? Ich habe den Reis zu spät reingetan. Hey, geht's eigentlich noch? Nein, Spass. Scheisse. Koch du selber. Ja, du lässt mich ja nicht. Mit deinen Views. Ich mit meinen Views. Von dem wird man leider nicht satt. Hm. Ja.
Babe, geht's bei dir? Du könntest mir jetzt dann echt helfen. Okay. Was brauchst du? Kannst schauen, was als nächstes kommt. Das kann ich. Okay, Anleitung lesen. Ja, wenn du es aufmachst, ja. Dann kommt es gerade. Das ist eben das Lustige. Das heisst immer, Männer helfen nie in der Küche oder so, aber sie lässt sich nicht helfen, weil sie weiß, das artet nachher aus, wenn ich helfe. Das kann nachher dazu, zu einer Katastrophe führen. Er hat mir mal einen Kaffee machen wollen und die Kaffeemaschine ist danach kaputt gewesen. Nur ein Kaffee. Ja, das ist kein Scherz. Das ist echt, nein, das ist kein Witz, das war echt so. Genau. Innerhalb von 2 Minuten hat er das hinbekommen. Und auf dieser Kaffeemaschine ist nicht so eine, sondern es waren 2 Knöpfe drauf. Das für großen und kleinen Kaffee. Also kann ich dir nicht helfen? Doch, du kannst die Anleitung lesen und mir sagen, was als nächstes kommt. Wo ist mein Handy? Die Handy steht. Okay, dann lese ich die Anleitung selber und schau, was als nächstes kommt. Chillen wir uns ein bisschen draußen. Dann warte. Und wie war dein Tag heute? Gut, und bei dir? Super. Das war nichts Spezielles gewesen. Ich denke, es kann gut oder schlecht sein. Es kommt darauf an, wie man es nutzt. Ich habe selber einen Account. Versuche auch ein bisschen was zu posten. Aber ja, mir ist es jetzt nicht so wichtig. Es ist nicht mein Beruf oder so, mein Hauptberuf. Ganz ehrlich, hätte ich irgendwie das Ganze nicht gestartet mit dem Entertainment, dann hätte ich vielleicht auch gar kein Instagram. Mich interessiert jetzt nicht, ob jetzt Jessica oder ob Sarah heute Reis isst oder keine Ahnung was. Und ja, das hoffe postet. Ich auch, dass es dich nicht interessiert. Ja. Also das was ist Jessica Thema. Oder Sarah macht. Oder ob Thomas das jetzt heute 2 Bier hatte, das kratzt mich einfach nicht. Gut, wenn ich jetzt Werbung sehe auf Facebook oder so, ich reagiere gar nicht drauf. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist wirklich individuell, aber dass das überhaupt aber passiert, das ist natürlich schon krass. Oder? Ja. Dass sie unsere Daten sozusagen klauen und dann unsere Informationen entsprechend dann Werbung aufschalten. Oder? Ja, voll. Ja, was soll man dazu sagen? Hey? Es ist auch ein bisschen scary, dass das Internet echt genau weiss, was wir gerne machen, was wir gerne essen, was wir gerne trinken, was wir suchen, wo wir gerne her möchten, was unsere Träume sind. Das ist schon unglaublich. Und wir geben so viel Preis. Ich glaube, jeder muss selber so entscheiden, wie viel er online sein will oder nicht. Für mich, ich habe mir einfach halt Grenzen gesetzt, wo ich sage, okay, das ist wirklich privat, das muss ich nicht jetzt unbedingt mit der großen Welt teilen. Aber für andere Leute, die denken halt, je mehr ich poste, desto mehr erfolgreicher werde ich. Und vielleicht können sie deshalb nicht abschalten. Eine neue Welt ist aufgegangen. Gewisse Sachen sind immer noch so, wie es wahrscheinlich immer war. Und gewisse Sachen sind dazugekommen, wie dass man auch alles filmt. Ja, es gibt positive und negative Aspekte von dem Ganzen. Oscar Wilde hat einmal gesagt, Mode sei so hässlich, man müsse sie alle 6 Monate erneuern. Das Gleiche gilt für das Marketing. Das Marketing ist eigentlich so langweilig, man muss alle 6 Monate sich etwas Neues ausdenken, wo wieder der Kunde engagieren, begeistern und alles machen. Also der nächste Hype wartet schon vor der Tür. Die Produktplatzierung oder Werbemaßnahmen, die heute dem Begriff Influencer-Marketing fast schon eine negative Konnotation verleihen, dass die sich deutlich verändern werden dahingehend, dass sie souveräner in Inhalte eingebettet werden, dass die Überzeugungsversuche nicht mehr so plump gestaltet werden. Es gibt eigentlich jedem Beruf Gutes und Schlechtes. Influencer, klar, du kannst, ich sage jetzt mal, das grosse Geld machen, aber die Frage ist dann nachher, zu welchem Preis, oder? Die Jugend gibt es nicht. Was es aber gibt, ist Erwachsene, die vergessen, wie es ist, jung zu sein. Lustig ist ja, dass heute schon 18-Jährige sich über die heutige Jugend auslösen. Also so die Abstände werden immer kürzer, also man schaut immer zurück. Und das hat für mich ganz oft einfach mit Verständnis zu tun. Und ich finde, die Aufgabe der Erwachsenen ist eigentlich, probieren, sich vorzustellen, was die Jugendlichen machen. Und
dann merken sie, dass es eigentlich immer noch das Gleiche ist. Und dass die Jugend ganz okay ist, die wir haben.